Ich begrüße Sie an dieser Stelle ganz herzlich zu unseren Tipps und Trends hier bei Allgäu TV und freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Weihnachten, das ist die Zeit der Besinnlichkeit und Spenden. Es ist die Zeit, auch an diejenigen zu denken, die es etwas schwerer im Leben haben. Der Schwächsten angenommen hat sich die Lebenshilfe Kempten. Sie kümmert sich unter anderem um Kinder mit Behinderung und bereitet sie in speziellen Kindergärten und Schulen bestmöglich auf das Leben vor. Wir haben in Kempten mal eine entsprechende Einrichtung besucht. Die Lebenshilfe Kempten betreibt in der Region mehrere Einrichtungen speziell für Menschen mit Behinderungen. Dazu gehört neben der Tom-Mutters-Schule auch die benachbarte schulvorbereitende Einrichtung SVE. Pädagogen haben hier die Möglichkeit, sich intensiv um Kinder mit speziellen Anforderungen zu kümmern. Wir fördern in der SVE Kinder ab 3 Jahren, bis sie in die Schule gehen, egal an welchem Ort dann. In der Tom-Mutters-Schule können Kinder und Jugendliche dann ihre komplette Schulpflicht erfüllen, die 9 Jahre Vollzeitschulpflicht und dann auch noch 3 Jahre Berufsschulstufe. Das Angebot der Lebenshilfe umfasst aber nicht nur die Betreuung in der Gruppe. Zahlreiche Therapieangebote werden auch ganz individuell auf die Bedürfnisse der Kinder zugeschnitten. Durch die in der Therapie erlernten Fähigkeiten und Fertigkeiten kann ein Kind dann zum Beispiel sich selbstständiger anziehen, braucht weniger Hilfe und ist ein wichtiger Schritt in der Persönlichkeitsentwicklung. Oder ein Kind lernt erst die Worte zu sprechen oder bewegt sich sicherer. Leider werden nicht alle Therapieformen von der öffentlichen Hand gefördert. Einige Angebote der Lebenshilfe Kempten sind deshalb nur dank Spenden möglich. Wenn Sie deshalb der Lebenshilfe dabei helfen wollen, und sei es nur mit ein paar Euros, die Adresse der Webseite sowie die Bankverbindung haben wir hier für Sie eingeblendet. Also tun Sie doch auch etwas Gutes und helfen Sie mit Ihren Spenden. Kommen wir als nächstes zur Allgäuer Berufsoffensive. Sie hat sich die Aufgabe gestellt, Lehrer, Schüler und Firmen näher zusammenzubringen. So sollen möglichst viele Jugendliche eine für sie passende Ausbildungsstelle finden. Und natürlich sollen auch die Firmen davon profitieren, durch Einblicke in Berufe oder Branchen, die oft nicht so viel Beachtung finden. Ein wichtiger Teil der Berufsoffensive betrifft aber auch die Lehrer. Am Teacher's Day machen Sie selbst mal einen Tag lang ein Praktikum und erfahren dort, welche Fähigkeiten für Ihre Schüler später im Beruf entscheidend sein können. Ich finde es ganz toll, dass wir im Rahmen vom Teacher's Day in der Berufsoffensive die Möglichkeit haben, Betriebe auszuprobieren. Und mir war es halt wichtig, einen Handwerksbetrieb mal anzuschauen, weil wir Lehrer haben ja, also die meisten von uns haben ja keine handwerkliche Ausbildung. Wir haben ja gleich studiert und so kann man sich das mal vor Ort angucken und sehen, was die Schüler dann später im Praktikum erleben werden. Ich habe auch in 2 unterschiedlichen Berufen gemacht, also einmal als Schreiner und einmal als Koch. Und dann habe ich gemerkt, Schreiner liegt mir einfach mehr und dann hat man auch mal Erfahrung, so was man da überhaupt in dem Beruf macht, weil oft hat man ja auch ein anderes Bild und dann, wenn man ein Praktikum macht, dann sieht man, was man macht wirklich und ob einem die Arbeit auch Spaß macht. Ich finde halt immer noch, das Handwerk hat, wie gesagt, hat immer noch goldenen Boden. Und wenn ich halt einen Handwerksberuf lerne, kann ich locker in die Industrie gehen. Aber wenn ich halt einen Industrieberuf lerne, zurück ins Handwerk wird umso schwieriger. Also ich würde meine Lehrerin mitgeben, dass sie mir in der Schule noch mehr Newton und so ein Zeug behandeln, weil das wird in der Schule nicht, bei uns zumindest, bei mir nicht wirklich behandelt wurde. Brauche ich in der Berufsschule hauptsächlich. Hier selber im Betrieb nicht so oft.
ich habe mich jetzt heute speziell danach erkundigt, was in der Berufsschule gelernt werden muss, sodass ich vielleicht auch meine Inhalte ein bisschen mehr darauf abstimmen kann, gerade in Mathematik vielleicht, was die Schüler noch als Voraussetzung brauchen könnten in der Berufsschule. Und habe mich erkundigt, wie die Berufsschule so abläuft und überhaupt die ganze Lehrzeit, wie man dann auch das Gesellenstück anfertigen muss und welche Fähigkeiten und Fertigkeiten man dafür braucht. Und das kann man dann natürlich an die Schüler weitergeben. Ich habe gedacht, dass das einfach eine ganz tolle Idee ist, dass ich mal das erleben kann, was meine Schüler später entweder im Praktikum oder in der Ausbildung mitkriegen. Unterricht unterschiedlicher gestalten oder anders, glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Sachen, die wir unterrichten, richtig sind. Ich denke aber, dass gerade vor allem im Hotel es ganz wichtig ist, Benehmen, Anstand, Höflichkeit, dass solche Sachen ganz wichtig sind, dass die auch eine große Rolle spielen. Dass man eben weiß, wie man vorm Gast auftritt oder wie man der anderen Person gegenüber auftritt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Definitiv sich vorher zu erkundigen, am besten so viele Chancen wie Praktikas zu nutzen, um sich einfach besser an den Beruf ranzutrauen, kann man sagen, genau. Einfach um mehr Erfahrung zu sammeln und ja, einfach die Chancen nutzen, die man dann auch bekommt. Sich definitiv vorher informieren und dann eben, je nachdem, ob es was für einen ist oder nicht, so weitermachen, wie man möchte. Praktika sind das Wichtigste in meinen Augen. Und zwar, also kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, ich wusste nicht, was ich werden will und ich habe unglaublich viele Praktika gemacht. Meistens in den Ferien oder in irgendwelchen Ferien. Und da eine Woche in den Sommerferien oder eine Woche in Pfingst oder in Osterferien ist gar kein Problem. Die unheimlich interessiert sind an der Welt oder die sehr offen und fröhlich sind, dass es genau die sind, die für diesen Beruf eigentlich gemacht sind. Wir sind sehr, sehr flexibel. Die Hotellerie ist nicht nur ein Beruf, den man lernt, sondern man kann danach in so viele verschiedene Segmente gehen. Es ist sehr, sehr breit gefächert, ob das Marketing ist oder durch die Welt ziehen oder im Service, in der Küche. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Also es ist ein sehr, sehr breiter Beruf, wo man sich heute nicht festlegen muss, wo es denn in 10 Jahren hingehen soll. Und man kann sich nebenbei noch die Welt angucken und arbeitet immer da, wo alle anderen Urlaub haben. Unser Auto. Für die einen ist es einfach nur ein Gebrauchsgegenstand, für die anderen ein Schätzchen, das gehegt und gepflegt werden muss. Aber egal, zu welcher Gruppe Sie auch gehören, eine professionelle Reinigung und Pflege des Autos, die lohnt sich immer. Denn das schont den Lack, hilft Rost zu vermeiden und erhält einfach länger den Wert Ihres Fahrzeugs. Die Chico Fahrzeugpflege ist ein echter Experte in Sachen Fahrzeugreinigung, Pflege und Aufbereitung. Seit über 25 Jahren beschäftigt sich die Firma Chico Fahrzeugpflege in Vogt, Leutkirch und Lindenberg mit Fahrzeugaufbereitung aller Art. Sei es Flugrost, Teer oder andere Gebrauchsspuren. Bei Chico werden diese von dem erfahrenen, eingespielten Team wegpoliert und dem Auto wieder Tiefenglanz verliehen. Kunststoffe können gepflegt, Textil- und Lederschäden ausgebessert und Gerüche mit Ozon beseitigt werden. Und damit die Pflege möglichst lange hält, kennt man hier Möglichkeiten wie die Nano oder ganz neu die Keramikversiegelung hier links im Bild. Beim Keramikcoating wird auf den gereinigten, polierten und von Kratzer befreiten Lack eine Schicht aufgetragen. Diese Schicht härtet mit Härtegrad 7 bis Härtegrad 9 aus. Wenn diese Schicht richtig ausgehärtet ist, haben wir eine Beschichtung des Lackes, die mindestens 5 Jahre lang den Lack schützt. Egal ob neu oder Gebrauchtwagen, das Team von Chico holt das Beste aus jedem Fahrzeug. Es ist auch für uns immer wieder eine Freude, wenn die Kunden total begeistert vom Ergebnis sind und oftmals uns dann sagen, eigentlich wollten wir das Auto verkaufen, aber so wie er jetzt ausschaut, wollen wir den behalten. Wir können keine Neuwagen machen, ja, aber wir können so einiges rauskitzeln aus dem Fahrzeug, was einem Otto-Normalverbraucher nicht möglich ist. Langhaltender Fahrspaß dank langhaltender Sauberkeit. Das Team von Chico Fahrzeugpflege weiß genau, wie man hier helfen kann. Achten Sie eigentlich darauf, was Sie so am Körper tragen und woraus Ihre Kleidung besteht?
Ja, man sollte schon darüber nachdenken, denn schließlich ist die Haut das größte Organ unseres Körpers. Bei Biotextilien in Altusried hat man sich genau darüber Gedanken gemacht. Denn alles, was es dort zum Anziehen oder Reinkuscheln zu kaufen gibt, wurde nach strengen ökologischen Richtlinien hergestellt. Bei Biotextilien Allgäu in Altusried hat man sich ganz auf ökologisch und nachhaltig produzierte Bekleidung und Heimtextilien spezialisiert. Egal ob für groß oder klein, alt oder jung, hier bekommt man passende und modische Bekleidung für praktisch jeden Geschmack und für jeden Geldbeutel. Denn der Verzicht auf Chemie heißt nicht, dass es auch teurer sein muss. Ganz wichtig ist es für uns ganz einfach, dass wir den Leuten Biotextilien anbieten können, weil die ganz ohne Chemie sind. Und wir legen auch sehr großen Wert darauf, dass die einfach zu erschwingliche Preise sind. Dass sich so einfach jeder leisten kann, wenn er jetzt Babys hat und sich da das Grundsortiment damit mal zusammenstellen möchte. Oder auch dann später, wenn man jetzt sagt, Wolljacken und das Ganze. Also dass das immer zu Preise sind, wo einfach jeder sagen kann, oh ja, kann ich mir leisten, das ist in Ordnung, so verkraftet mein Geldbeutel. Weitere Vorteile sind, dass viele der Materialien nicht nur wunderschön weich, sondern auch temperaturausgleichend sind. Im Winter halten sie schön warm, im Sommer sind sie feuchtigkeitsregulierend und sorgen so für ein angenehmes Tragegefühl. Wer sich auch im Schlaf gern gesund und ökologisch zudecken möchte, für den hält Biotextilien Allgäu auch eine Auswahl an schöner Bettwäsche und Decken bereit, ebenso wie praktische Funktionswäsche für Sportler. Weitere Informationen über die Produkte sowie den kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands gibt es unter www.biotextilien-allgäu.de. Sehr beliebt sind bei vielen von uns Bonuskarten. Und warum auch nicht? Denn wenn man über einen längeren Zeitraum Punkte oder Stempel sammelt, dann bekommt man meist kleine Preisnachlässe oder Geschenke. Ein bisschen anders geht das mit der MyClick-Card. Wie genau, das sehen Sie jetzt bei uns. Seit 2015 gibt es sie im Allgäu und der Bodenseeregion. Und seither gibt es für deren Inhaber auch jede Menge Vorteile zu genießen. Einfach bei der nächsten Shoppingtour auf dieses Zeichen achten. Wer es sieht, weiß, dieser Einzelhändler ist Teil des MyClickCard-Bonusprogramms. Und so funktioniert die Karte. Also eigentlich kinderleicht. Man geht mit der Karte in ein jeweiliges Geschäft, zeigt die MyClickCard vor und schon kann man sich den Vorteil sichern. Egal, ob man sich ein neues Fahrrad oder E-Bike kauft oder im Café oder Restaurant verwöhnen lässt. Dank der MyClick-Card bekommt man beispielsweise Preisnachlässe oder kleine Geschenke. Die Karte gibt es sowohl als Plastikkarte, die man im Portemonnaie mitführt, aber auch als App. Also ich benutze beispielsweise die App, weil ich da nicht so viel mit rumschleppen muss, dass das Portemonnaie nicht so voll ist. Und das Handy habe ich sowieso immer dabei. Beides ist vollkommen kostenfrei. Man muss sich nicht registrieren, also wirklich eine kinderleichte Sache. Unter der Internetadresse www.myclickcard.de erhalten Sie einen Überblick darüber, bei welchem Händler Sie welchen Vorteil genießen können. Ziel der Karte ist es, den Einzelhandel der Region zu fördern und die Innenstädte zu beleben. Gestartet wurde die Aktion von RSA Radio, Allgäu TV und Radio Galaxy. Ich bedanke mich bei Ihnen wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Bleiben Sie doch auch bei unserem weiteren Programm noch dran. Tschüss und bis zum nächsten Mal.